Nur Prost Mahlzeit alle. Ne? Ich wollte gerade erzählen, dass ich beim Türken war. Und dann habe ich hier ein Ding vergessen. Der arme Kerl hat mich wieder rausgeschickt, weil er sonst Ärger kriegt. In was für einem Land leben wir hier? Also, das ist ja nicht dieses Land. Ne? Ich habe ja gehört, das grassiert weltweit, diese Idiotie. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen. Mir geht es gar nicht mal um den scheiß Mundschutz. Es geht um das Denunzieren derer, die keinen tragen. Ja, weil ich den Sinn nicht hätte. Aber ich bin nicht krank, ne? Aber ich muss, um andere Leute vor meinem tödlichen Atem zu schützen, so ein Ding aufziehen. Also das ist eigentlich gar kein Mundschutz. Also ich weigere mich auch nach wie vor, einen Mundschutz zu tragen. Weil ich darunter einfach nicht atmen kann. Oh, aber ich ziehe halt eben immer dieses Ding hier an, ne, und mache Werbung für Subway, weil ich die so toll finde. Nicht wirklich. Deswegen gehe ich beim Türken meinen Fritten holen. Ne, und den kleinen Türken unterstützen. Aber das mache ich auch normalerweise sehr gerne. Und der sieht mich auch normalerweise sehr gerne, wie ich so aussehe. Und heute hat er das erste Mal mein Gesicht gesehen. Und wusste aber trotzdem, dass ich der Typ bin, der immer Fritten kauft. Weil die normalerweise immer auch gut bei dem sind. Heute hätte er so ruhig eine Minute länger drin lassen können. Egal, mach nicht. Was für ein Tag! Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen. Weil es so widersinnig alles ist. Soll ich mal gucken, ob das besser funktioniert, wenn ich das große Licht auch noch anmache? Kleinen Moment mal. Ja. Jedenfalls, also was ich so scheiße finde, ist, dass er Ärger kriegt, wenn er mich in seinen Laden reinlässt, ohne dieses Ding hier. Ja? Das prangere ich an. Was ist denn das für ein Scheißstaat wieder geworden? Haben wir nicht alle mal irgendwann tausendmal gesagt bekommen, sowas darf nie wieder passieren? Nicht? Was ist passiert? Da kommt Corona daher. Mit einer Sterblichkeitsrate von 0,2 bis 0,4%. Wo es jetzt einen Impfstoff geben gibt mit einer Sterblichkeitsrate von 0,6%, die also quasi im Schnitt doppelt, also die Impfung ist doppelt so tödlich wie der Virus, nur für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Und die wollen jetzt alle initiieren. Super geile Idee. Da habe ich mir gerade gedacht, ich gehe mal einfach live. Und frage mal, wie es euch so geht gerade. Muss man ja mal wissen. Man muss ja wissen, wie es den Mitmenschen noch geht. Weil man durch das ganze Social Distancing, kriegt man ja nichts mehr mit. Ne? So, da läuft man aneinander vorbei und erkennt den anderen nicht mehr, weil man ihn 4 Wochen nicht gesehen hat und auf einmal so lange Haare hat, weil er nicht zum Friseur gehen konnte, weil die Friseure zu hatten. Völlig normal. Völlig normal das alles. So, völlig normal, dass hier, was Mike Weyers schreibt, Impfstoff ist geil, hilft ein Impfstoff, wenn man schon infiziert ist? Und wenn nicht, warum muss ich eine Maske tragen? Weil ich eventuell infiziert bin, aber wenn ich infiziert bin, dann brauche ich mich ja nicht zu impfen und muss aber trotzdem Maske tragen. Ja, das ist so genau das, wovon ich rede. Ja, also das Ganze macht irgendwie alles nicht so wahnsinnig viel Sinn. Also wer da wirklich nach logischen Erklärungen für irgendetwas sucht, der große weite Wüste. Also mit, da ist nichts. Da ist keine Logik mehr hinter all dem, was da gerade draußen passiert. Und genau das ist das, was mich heute auch irgendwie so, ja, richtig angewidert hat. Richtig angeekelt. Ich habe so richtig Herpes gekriegt. So. Ich musste nur da. Boah, was ist nur aus diesem Land geworden? Das war mal das Land der Dichter und Denker, der tollen großen Erfinder und bla bla bla. Boah, ist das ekelhaft.
Also ich definiere mich ja schon seit langem nicht mehr als Deutscher. Ne? Also für mich ist das ja alles eh Hirnwichse. Länder, Regierungen. Ja, der Album schreibt es. Es gibt nur eine Logik. Es ist ein abartiges Machtspiel. Wer von euch immer noch nicht den Silver Mountain Report kennt, der sollte jetzt aber mal schnell nach dem Silver Mountain Report gucken, das sich mal durchlesen. Was hat der Herr Kennedy, JFK, der dann, ne, ihr wisst schon, der Vorgänger von Trump. Das nicht kennt, ich gebe mal kurz einen Abriss. Kennedy hat damals in Auftrag gegeben zu erforschen, eine Studie in Auftrag gegeben, die sich mit der Frage beschäftigt, was denn mit den Vereinigten Staaten passieren würde, wenn die Welt im Frieden leben würde. Also, es gibt Gründe, warum den Silver Mountain Report keiner kennt. Also, ein paar Leute kennen ihn schon, die ein bisschen mehr über den Tellerrand mal geguckt haben und mal angefangen haben, selber so ein bisschen zu recherchieren. Der Silver Mountain Report ist regelrecht vernichtend, was die Existenz von Staaten angeht, weil er eindeutig belegt und das minutiös, dass in einer Welt, die im Frieden leben würde, Staaten und Regierungen völlig obsolet wären. Tatsächlich ist so ist, dass Staaten und Regierungen ihre Legitimation ausschließlich durch den Krieg halten können. Das heißt, die brauchen die Kriege und die Kriegsgefahr. Es reiche einer in Aussicht, ja, Kalte Krieg in Russland, hier Amerika, Russland, das wäre ja zig Jahre lang gut gegangen, ohne dass da irgendwie groß geschossen wurde, oder nannte man dann den Kalten Krieg, man redet nicht miteinander und bla bla. Das haben die Chinesen vorher schon 1000 Jahre kultiviert gehabt. Die brauchen den Krieg, um ihre Macht zu erhalten. Ja. Und dann bist du ein Verschwörungstheoretiker, wirst mit Aluhüten und Alufolie in Verbindung gebracht, wenn du leise anmerkst, dass hier was nicht stimmt. Während du nichts weiter wiedergibst als die Worte derer, die hinterherlaufen, die dich dann Verschwörungstheoretiker nennen. Mit nichts, was ich gesagt habe, habe ich irgendjemandem etwas in die Schuhe gelegt. Habe ich irgendwie behauptet, dass irgendjemand was gesagt hätte, was er gar nicht gesagt hat. Insofern man davon ausgehen kann, dass wenn ich mich auf Medienberichte berufe, wo dann halt eben steht, der Herr Spahn hat jetzt gesagt das und das und die Frau Merkel hat gesagt das und das, dass man sich darauf berufen kann. Aber wenn ich mich darauf berufen kann und dann halt sage, dass ich es sehr bedenklich finde, wie die mit unseren Rechten und überhaupt mit uns umgehen, dann bin ich ein Verschwörungstheoretiker. Dann will man mir einen Aluhut anziehen. Oder wenn ich irgendwie einen PCR-Test, von dessen Wirksamkeit ich in keinster Weise überzeugt bin, respektive halt sogar der Hersteller selber sagt, dass er für das, wofür er benutzt wird, überhaupt gar nicht geeignet ist. Wenn ich also einen solchen Test, wenn ich das richtig verstanden habe, wo man mir kilometerweit irgendwas in die Nase schieben will, und ich das nicht möchte, weil ich glaube, ich kann mir einfach Schöneres vorstellen, angenehmere Gefühle, und dann aber in die Klapse von der Polizei in die Klapse gebracht werden soll, weil ich diesen PCR-Test verweigere, dann weiß ich, wo wir sind. So, und das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist heute in Graz passiert.
Und ich konnte nichts dagegen tun, als hier sitzen. Und das hat mich tatsächlich so fertig gemacht. Das war das, was mich tatsächlich getroffen hat. Dass ich 923 Kilometer da hätte fahren müssen, um gerade einfach jemandem zur Seite stehen zu können, Beistand leisten zu können, einfach nur Präsenz zu zeigen und zu sagen, du bist nicht allein. Der diese Sachen genauso sieht wie ich, nämlich dass das vielleicht nicht unbedingt sein muss. Also wie gesagt, ne, der Hersteller selber sagt, dass das gar nicht das passende, dass das gar nicht, also das ist keine Verschwörungstheorie. Wenn der Hersteller des PCR-Tests selber sagt, dass der für diese Form von Test überhaupt gar nicht geeignet ist, dann ist das keine Verschwörungstheorie. Und dann hat das auch nichts mit Aluhut zu tun. Ich finde das immer wieder lustig, wie Leute nee, lustig ist das eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Ich versuche auch irgendwie gerade meinen Humor zu halten, aber eigentlich ist mir noch heulen zumute. Wenn ich sehe, dass Leute, die ich echt wahnsinnig lieb habe, gerade so vor die Karre laufen, oder wie soll man es ausdrücken? Wieso können wir uns nicht einfach alle gegenseitig in Ruhe lassen? Wo ist das fucking Problem? Wieso können wir uns nicht einfach jeder um seinen eigenen Scheiß kümmern? Weltweit. Und alle anderen mal ihr Ding machen lassen. Wenn jeder machen kann, was er will. Was ihm Spaß macht, dann wird es eigentlich überhaupt gar keiner mehr nötig haben, auf Kosten von anderen zu leben und denen zu schaden und vor allen Dingen nicht in dieser. Aber das ist eben der Punkt. Wir leben in einem Herrschaftssystem. Das bedeutet, da oben regieren welche und da unten werden welche regiert. Es ist sogar bekannt, wie das funktioniert. Man spaltet und teilt und dann. Teile und herrsche, jeder kennt das. Und alle regen sich darüber auf, dass die Bösen da oben das spielen. Und keiner kriegt mit, dass er selber spielt, in dem Moment, wo er Partei ergreift. Ruhig bleiben. Stopf dir noch ein paar Fritten in deine Fresse. Also ich habe ja so meine eigenen Ideen, wo das hinführen soll, nachdem ich mich halt auch mal dafür interessiert habe, was unsere Mächtigen und deren Kreise eigentlich so auch in der schon seit geraumer Zeit so alles so machen. Das spricht eigentlich eine sehr klare Sprache. Vor allen Dingen durch deren Münder, weil es ist ja nicht so, als würden die das heimlich machen. Es ist keine Verschwörungstheorie, wenn ich erzähle, dass eine Elite gerade dabei ist, eine neue Weltordnung zu installieren, wenn die selber das sagen. Ja, das ist dann keine Verschwörung. Ich gebe nur wieder, was die sagen. Ja, die Yvonne schreibt gerade, die Menschen leiden noch nicht genug, um zu merken, dass es anders werden muss. Boah, was muss denn noch kommen? Jetzt wollen die Isolationszentren. Jetzt bitte, können wir das mal zusammen auseinandernehmen? Also das ist wirklich, die Isolationszentren ist ein Wort, das ich nicht erfunden habe, sondern das einem Schriftstück, das rumgeht, entnommen wurde, dass ich daraus habe, ja, die halt eingerichtet werden sollen für was auch immer. So, jetzt sag mir bitte, 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 wo ist der verdammte Unterschied zwischen
Isolationszentrum und Konzentrationslager. Das ist einfach ein anderes Wort. Das ist einfach genau dasselbe. Also ganz im Ernst, da gruselt es mich, wenn ich sowas lese. Und die allerletzte Reaktion, die aus mir als Mensch dann herauskommt, ist: Ach, das ist doch alles Verschwörungstheorie. Diese Isolationszentren, die sollen noch bis Ende des Jahres eingeführt werden. Ne? Also, ich kann nichts dafür, wenn Leute einfach immer erst alles wissen, wenn es im Fernsehen kommt. Und ich habe im Fernsehen seit Jahren nichts mehr gesehen, was mir neu gewesen wäre, was mich wirklich mal überrascht hätte. Weil das alles absehbar ist, weil das keine Verschwörungstheorien sind, wenn man einfach mal ein bisschen seine Hausaufgaben macht. Ja, Algun sagt auch, das ist nichts anderes als Konzentrationslager, FEMA-Camp. Aber FEMA-Camp, das klingt wenigstens noch anders. Ja, da hat der Name wenigstens noch einen irgendwie anderen Charakter, aber Isolationszentrum und Konzentrationslager, sorry, das ist für mich ein und dasselbe. Ich wüsste nicht, wie ich das eine malen soll und das andere dann irgendwie anders. Gib mir bitte ein Bild. Gib mir bitte ein Bild, durch das ich Isolationszentren von Konzentrationslagern separiert sehen kann, dass das was anderes sein soll. Und wenn ich dann als mündiger Mensch, ja, haben wir schon so uns festgelegt, dass man erst 18 oder 21 sein muss, bevor man überhaupt die Fresse aufmachen darf und Mitspracherecht hat und bla bla. Leute, ich bin jetzt 46, ich habe das gleich dreimal im Kasten. Bald und ne, im Ernst. Ich kann selber auf mich aufpassen. Ich kann selber dafür sorgen, dass ich weder für mich noch irgendjemand anderen eine Gefahr bin. Aber wie viele von euch können das gerade nicht im Ansatz und bekommen nicht mal mit, wie sie anderen schaden, indem sie einfach nur gehorchen? Und sowas muss jetzt angesprochen werden. Diese Punkte müssen angesprochen werden. Und zwar hier und jetzt. Und zwar überall. Und nicht irgendwo auf einer scheiß Demo. Die Demos bringen so einen Kack. Die lachen sich darüber kaputt, dass wir uns da hinstellen. Und scheiße finden, dass wir umsetzen, was die für... Leute, checkt ihr es nicht? Ganz im Ernst, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr die Machthabenden wärt und ihr diktiert irgendetwas und das Volk macht das und stellt sich dann aber hin und protestiert dann, wie scheiße es es findet? Egal, Hauptsache es macht. Dann darf das da protestieren, so viel es will. Lass sie protestieren, dann haben sie wenigstens das Gefühl, sie hätten mal zusammen. Und sie hätten Möglichkeiten. Wir demonstrieren seit Jahren. Wir demonstrieren seit Jahren und es bringt nichts. Hat sich irgendwas geändert? Nö. Das ist Frustkompensierung. Genauso wie diese Fritten essen gerade. Und ich kann gar nicht so viele Pommes in mich reinstopfen, wie ich gerade kotzen möchte. Und nein, keine Sorge, ich werde jetzt nicht anfangen zu kotzen. Brauche den Computer noch. So unbeherrscht bin ich nun mal eben nicht. Das ist der Punkt.
Jörg, solange die Menschen, die es erkannt haben und trotzdem nicht richtig reagieren, Jörg, die Menschen interessieren mich einen Scheißdreck. Erzähl mir was von dir. Wir sind die ganze Zeit irgendwie, und das ist genau der Punkt, wir sind es so trainiert, ständig vor den Türen anderer zu kehren. Wir sind es gewohnt, uns unsere Rechte nehmen zu lassen aus Angst davor, dass die anderen da irgendwie was machen können, oder lieber im Namen der Sicherheit. Und jetzt habe ich dann eben auch noch gehört, dass die Gesundheit jetzt auch noch gebietet. Das fand ich ganz toll. Habe ich mir gedacht, kann mir mal von der Gesundheit bitte einer die Telefonnummer geben, dass ich da mal anrufen kann und fragen, ob wir die Befehle vernünftig verstanden haben. Seit wann gebietet denn die Gesundheit? Boah. Ey, da weiß ich nicht mehr, was ich noch zu sagen soll. Beim besten Willen nicht. Beim besten Willen nicht. Die Gesundheit gebietet, dass wir unsere Rechte alle jetzt abgeben müssen, habe ich eben von irgendjemandem im Fernsehen gehört. Hier, ich drehe mich schon wieder eine neue Kippe, obwohl ich noch einen abstochte. So weit ist es schon gekommen. Yvonne, Rumrich, sie ist im Chat. Ich weiß nicht, wo ihr den Chat habt. Ich habe ihn da. Die demonstriert. Auf eine Art und Weise, die ich einfach beispielhaft finde. Die macht alles um sich herum essbar. Die pflanzt und erntet, kocht ein, macht ihre Seife selber, macht was weiß ich euch alles selber. Ich wüsste gar nicht, die manchmal macht die Sachen selber, da weiß ich überhaupt gar nicht, wofür das ist. Aber die wollen, die weiß es. Die wollen. Ist für mich eine Heldin. Die und ihr Mann und ihr Sohn. Die da auf ihrer Finca auf Mallorca gerade nichts Besseres zu tun haben, als dafür zu sorgen, dass sie autark sind. Und sie mit Essen selber versorgen können, mit Strom und mit Wasser. Also, eigentlich schon mal, ist das schon, deckt das schon mal das Nötige ab. Um überleben zu können. Und trotzdem bleibt ihnen noch genug Zeit, auch irgendwelche Sachen zu machen, weil sie einfach nur Spaß machen. Ich weiß, dass sie Yvonne zwischendurch wirklich dieses Jahr es nicht sehr leicht hatte und auch fast den Glauben verloren hätte. Aber da weiß man dann, bei wem man sich meldet, um sich Rückgrat wieder aufrichten zu lassen. Und dann geht das irgendwie weiter. Jetzt könnte man sagen, der Bauchi redet auch nur. Ja, im Moment rede ich auch nur. Jetzt in diesem Moment rede ich auch nur. Aber ich habe bei Gott einiges schon getan und versucht, um Erde zu befreien. Und da war die Becker Finca definitiv nicht das Erste. Und es ist auch definitiv nicht das Letzte. Aber bevor ich irgendwann wieder auf irgendeine Demo gehe, und ich gehe schon seit 2011 nicht mehr auf Demos, weil ich einfach gesehen habe, dass es einfach nichts bringt. Also diese Form von Demos, ne, die bringen nichts. Die Demo, die Yvonne im Garten macht, die bringt was. Das macht einen immensen Unterschied,
ob die Yvonne, und ich weiß, dass Yvonne auch in Palma war, auf Demos, um für unsere Rechte zu kämpfen und einzustehen und Präsenz zu zeigen und zu sagen, hey Leute, so geht das nicht. Ihr könnt nicht einfach mit uns machen, was ihr wollt. Respektive dann auch noch von uns erwarten, dass wir mit uns selber machen, was ihr wollt und uns selber vergewaltigen. Und trotzdem ist es ein riesengroßer Unterschied, ob die Yvonne einen Samstagnachmittag auf der Straße in Palma verbringt oder in ihrem Garten. Einen immens großen Unterschied. So, jetzt stellt euch mal vor, 1 Million Leute werden an einem gewissen Samstagnachmittag nicht irgendwo schreien und grölen oder nicht grölen und ganz friedlich und bla bla bla, sondern würden diese ganzen Wichser einfach mal ignorieren und sich wieder anfangen, auf sich selber zu konzentrieren und sich gegenseitig zu helfen, klarzukommen. Was das für einen Effekt und Impact hätte. Stellt euch mal vor, 1 Million Menschen würden statt auf der Straße rum zu mühlen, einen ganzen Nachmittag lang Gemüse anpflanzen. Könnt ihr euch sowas überhaupt vorstellen? Okay, die meisten, die jetzt hier zugucken, wahrscheinlich schon. Weil ihr wisst ja, bei welchem Hippie hier auf dem Kanal gerade seid. Wie viele Leute sind überhaupt eigentlich gerade mit dabei? Ich sehe wieder gar nichts. Ich sehe mal, zwei, drei, vier haben wir noch, ne? Ich mache das hier auch nicht, um großartig Zuschauer zu bekommen, sondern es geht mir eigentlich darum, dass ich hier für mich gerade eben, aber eben das doch tue. Reden. Und dabei live gehen und laut reden und hier für meine Gedanken einzustehen und einfach frei zu denken. Und zwar das, was ich will. Und nicht, was irgendjemand anders von mir will. Das ist der große Unterschied. Das ist auch was, was ich hier gerade tue. Das ist nicht nur reden, was ich hier gerade mache. Ich würde mir so sehr wünschen, dass ihr jetzt auch einfach auf diese Live-Taste in eurer Chronik drückt und 5 Minuten, wenn es nur sei, aber einfach live geht und mal sagt, was euch wirklich bewegt. Dafür braucht ihr nicht irgendwo nach Berlin zu fahren. Ja, und Yvonne schreibt gerade, wir bilden Tauschnetzwerke, lokal, global, kann man alles, wir sind vernetzt, wir sind um den ganzen Planeten vernetzt. Und wenn wir irgendeinen Bedarf haben, dann wissen wir in der Regel sofort, an wen wir uns wenden müssen, damit wir den bekommen. Sonst denke ich, aus dem ganzen Ding doch einfach mal die Komponente Geld weg. Das ist die Fessel, das ist die klebrige Masse, die diese ganze Scheiße zusammenhält, die uns da immer weiter in dieser Abhängigkeit von anderen hält. Boah, wie könnte die Welt anders aussehen? Stefan Pohl schreibt, autark leben wird leider für einige Menschen unmöglich sein. Menschen, die auf Medikamente wie Insulin, Antiepileptika und Herzmedikamente angewiesen sind, haben leider eine gewisse ungewollte Abhängigkeit vom bestehenden System. Nein, habt ihr nicht. Ihr wisst nur nicht, welche Naturhilfsmittelchen euch da auch helfen würden. Ihr seid abhängig vom System, weil ihr nicht über den Tellerrand dessen hinausgeguckt habt, was euch zur Verfügung steht. Weil ihr bis jetzt einfach immer nur genutzt habt, was euch zur Verfügung gestellt wurde. Das kann man euch nicht vorwerfen. Aber ihr solltet euch vorwerfen, wenn ihr das ab morgen immer noch so tut. Und es gibt für alles Alternativen. Für alles, was dieses System zu bieten hat, gibt es Alternativen. Nichts. Was dieses System bieten kann, ist alternativlos. Nichts. Nichts Materielles. Wo kommt denn die Diabetes her? Fangen wir mal damit an.
Das ist auch ein Symptom unserer Lebensweise. So wie alle Krankheiten Symptome unserer Lebensweise sind. Aber Hauptsache, man macht einen Namen da drauf und dann gibt es eine definierte Krankheit und Hauptsache, da weiß man dann, welche Pille man dafür gibt. Leute, ihr seid einfach Sklaven der Pharmaindustrie. Opfer. Ihr seid Opfer. Um es ganz knallhart auszudrücken, dieser Energievampire, um es wieder zu ver. Aber macht's euch bitte wenigstens bewusst. Ihr seid Opfer. Wenn ihr Abhängigkeit seid, ihr Opfer. Opfer, Opfer, Opfer. Und wenn euch ein bisschen gesunder Stolz in eurer Brust geblieben ist, dann packt den doch endlich mal wieder aus. Mann! Kann ich mich aufregen? So. Aber ich weiß nicht, wie ich es noch eindringlicher sagen soll. Das Spiel, dem wir hier alle unterworfen sind, ist Energievampirismus. Und das muss man nicht mitspielen. Das ist designt. Es gibt Gründe, warum man uns mit 6 Jahren in die Schule steckt und vorher schon in den Kindergarten. Um zu lernen, fremden Autoritäten zu gehorchen. Dann lebt kein Schwein mehr irgendwie sein Leben. Und dann wundern sie sich alle, dass sie krank werden und mit 70, 80 Jahren sterben. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Und darüber sollten wir langsam mal reden. Und uns mal an die eigene Nase fassen und sagen, wo kann ich anders als ich soll? Und das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist angewandte, täglich praktizierte Verschwörungspraxis. Und da frage ich mich, was für einen Aluhut man um sich herum gebaut haben muss, um das nicht sehen zu können. Diese Machtspielchen überall. Bodo, danke, dass du schreibst. Bodo schreibt, ich verliere gerade meine Abhängigkeit, da das System mich nicht mehr so mag. Ich fühle mich gut dabei. Corona sei Dank, ich werde gesünder. Ja. Das ist nämlich der Effekt, der automatisch eintritt, wenn man anfängt, sein eigenes Leben zu leben. Man wird automatisch fitter und gesünder, weil man mehr Lebensenergie wieder hat, weil man die in sich selber aufbauen kann, weil man die nicht anderen entziehen muss. Das ist krank. Das ist in höchstem Maße krank. Dieser Obrigkeitsgehorsam, diese Hörigkeit. Ja, ich laufe manchmal auch Leuten hinterher, weil ich denen was abgewinnen kann. Aber dann tue ich das aus freien Stücken. Und so lange, bis ich merke, so, da interessiert mich jetzt was mehr. Und dann zieht mein Interesse mich automatisch nach da. Und so schlängel ich mich durch mein Leben, wie das jeder andere auch könnte. Wie wir das als Kinder, also in dem Moment, wo du anfängst laufen zu lernen, kriegst du schon wieder beigebracht, das nicht zu tun. Das ist krank. Das ist Karahank. Ich kann gar nicht, ich kann das Wort gar nicht krank genug aussprechen. Und so krank ist das. Und wenn ich dann Leute sehe, die das dann auch noch verteidigen, da weiß ich echt nicht mehr, ob ich lachen oder weinen soll. Und ja, ich sage das alles, während ich rauche. Ich bin froh, dass ich nur Rauchen brauche.
und zwischendurch ein paar Pommes in mich reinstopfen, um das irgendwie kompensieren zu können. Andere Leute müssen da ganz, ganz andere Maßnahmen ergreifen. Ich lebe halt auch noch in dieser Welt.